Wenn ich das hier mache, das geht nicht, ne? Oh Mann, ich hab einen super fetten Fressfleisch. Entschuldige, Tauli. Weiter so, dann werden die vielleicht mal Freunde. Lass mich doch zu dem Haufen, Mann, hör mich zu treten. Mit euch abzuhängen macht Laune. Ich hält euch das, ihr bescheuerten Handtücher. Jetzt können wir vielleicht Cartman wiederbeleben. Ach, wir können nur ein Team in der Nähe. Fuck. Okay. Was? Du schuldest mir doch noch was. Errungenschaft. Alle Sünden mögen vergeben werden und alles Glauben frei sein. Danke, lieber Moses. Energy alle. Aber jetzt lass mich doch mal aus der blöden Ecke hier raus. Vielleicht mache ich heute früher Feierabend. Oh Mann. Leicht entfernbar. Ja, entschuldige bitte. Überhaupt, wer hat letzte Woche mein Sandwich gestohlen? Ich nicht, Mann. Gott! Sorry, Bro, ich war total high. Verarsch mich nicht, Gott. Ich blas dir die Lichter aus, Mann. Ich schwör's. Leg dich nicht mit mir an. Wieso? Ja, das haut ihm weg. Danach sollten wir eigentlich Platz haben, um mit Lichter hinzukommen. Hau rein! Ich bin mehr Lover als Fighter. Ja, das glaube ich dir nicht. Perfekt. Dann lange wie der andere uns jetzt nicht zurücktritt. Können wir jetzt den Platz wechseln? Nein, tritt uns doch nicht zurück! Leg dich nicht mit dem Handtuch an! Fuck, Mann. Wir kommen natürlich nicht auf das Feld. Das ist doch nicht wahr. Du bist schuld, Kollege. Wow, in 10 Jahren bist du reif für dein Spin-off. Da kommt denn schon näher? Brauchst du Feuer? Ist das schon, ne? Der kann uns jetzt höchstens einen hintertreten, weil dann sein Kollege dort steht. Ich fühle mich seltsam, aber wir durften gewinnen. Nein! Fuck! Neuer! Du willst überspringen? Das ist mit Arbeit sicherzustellen. Danke, dass du mir die Magaole bei dankbar hast, Junge Held. Shalom, Shalom, Mosatov, gesegnet. Oh, will eure Freundin ein energetisierendes Mental? Oh, fuck. Aber wieso war Cartman denn nicht mehr am Leben? Also er hätte doch eigentlich wiederbelebt werden sollen, dachte ich. Vorsicht, hier ist überall Ware. Ja, entschuldige. Allerfeinster Handtuchspaß. Ja, ich gebe dir klar Handtuchspaß, mein Freund. Der Verkäufer ist König. Zündest du meinen Vorrat an? Riecht aber gut. Gott, ist noch erfrischer. Steck noch einen an. Wenn das mein Bewegungshelfer wüsste. Entschuldige, Tauli. Schlag sie für den Kuchen. Er kann uns treten, er kann uns anzünden. Dann bleibt mal hier stehen. Verbreitet eure schlechten Vibes woanders. So, dass sie uns hoffentlich nicht wieder zurückdrehen. Das reicht, wenn wir nur drauf treten. Guck, können wir immer noch machen. Da wechseln wir den Platz. Sehr gut. Hey, lass es am Handtuch aus.
Ich stehe in Flammen. Sie können es nicht zurücktreten. Nicht mal 5 Minuten Pause. Um alles muss man sich selber kümmern. So, jetzt mal ihm werde ich noch ein bisschen Damage machen hier. Schlecht, neuer. So, wer ist jetzt dran? Bei der Mitarbeiterschule. Ah, genau. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. So, ah, Tauli ist dran. Scheiße. So, wer ist dran? Ich hatte gehofft, dass du das Ding auch noch anzündest. Für eine gute Partystimmung. Ja. Zünd auch den Listen an. Ja, machen wir. Und zwar genau jetzt. So, 4 Haufen Bandits sollen wir, glaube ich, noch gewinnen, ne? Heißt, wir müssen ihn erstmal heilen. Auf jeden Fall. Das 40, scheiße. 50, 40. Wir brauchen besseres Heilzeug. Oh, das bringt gar nichts. Und jetzt mein bester Angriff. Mein bester Angriff. Mein... Hey Leute, wie geht's, Eric? Du bist cool, Mann. Jo, hi. Schön, dich zu sehen. Du hast gewonnen. Ja. Yeah. Benebelte Schmerzrezeptor-DNA, verbessert dagegen, was verbessert das Gegengiftrezept und Geld. Und bald Level 5. Noch 80 EP, geil. Hi, das ist für Classy. Es gibt noch ein paar Hashnuggets und Granddaddy Purple Shatter aufs Haus. Komm jederzeit wieder vorbei. Sehr gut, Neuer. Bring das zu Classy. So, ich öffne kurz meine Dose. Musik Tauli. Die Plässe ihre Medizin. So. Ja, so. Jetzt können wir an tödlichen Hindernissen vorbei. Das ist sehr gut. Sicheres Internet, Spende iPads für Kinder. So, jetzt wollen wir das mal kurz ausprobieren. Genau. So. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Naja, so ein bisschen, ne? Übereinstimmung. So, das muss da jetzt funktionieren. Es muss einfach. So. Jungkeit, ich rufe dich erneut. Dann mal los! Ja! Oh Gott, wie machen wir das nur? Wow. Jetzt stinkt ja. Mein ganzes Outfit. Dankeschön. Bitte! Ja, hallo! Patriotenanzug, Kostüm, Patriotenhelm, Kostüm, yeah, geil! Was das? Dafür der ganze Aufwand? Echt jetzt? Bereit? Wir haben's geschafft! Ja, Übungkeit! Tschüss! So, wir müssen. Was gab's denn bei Superquake zu tun? Mit Quake in Twix Café. Geisterabstimmung. Hauptquest oder Quake? Wir gehen mal weiter zur Hauptquest. Ich glaube, die Nebenquests, die können wir alle noch machen. Falls nicht, spielen wir sogar eventuell nochmal. Aber ich glaube schon, dass es geht. Wo müssen wir denn lang? Ja, die Straße runter. Und dann nach links. Meins? 25 Cent immerhin. Ah, warte mal. Können wir ihn jetzt hier? Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrom. So, hier kommst du nicht rein. Ne, da fehlt uns auf jeden Fall noch was. Schade. Na gut. Okay, für die Lava brauchen wir auf jeden Fall noch was. Was ist. Schnitzeljagd, das hier bei findet 20 Yaoi in South Park. Achso. So. Siehst du, da ist Wunderarsch. Hast du Classys Medizin? Ich hoffe mal für dich, dass du sie hast. Es wurde auch echt langsam Zeit. Halleluja, genau das brauche ich jetzt. Wenn ich meine Medizin nicht kriege, drehe ich einfach voll am Rad. Ihr kennt das sicher. Na, ja, ganz normal.
gleich viel besser. Okay, also, ihr müsst zum U-Storage gehen. Habt ihr verstanden? Da sind die ganzen Katzen eingesperrt. Na also, Kuhn hier ist Blitzkrieg. Wunderarsch hat die Info von Clathy. Nicht schlecht, Neuer. Was habt ihr erfahren? Das U-Storage im Nordosten der Stadt. Da werden die Katzen hingebracht. Ja. U-Storage war ja okay. Klar. Okay, passt auf Clathy auf. Ich melde mich bei euch. Verstanden. Blitzkrieg N. Blitzkrieg N. Blitzkrieg N. Blitzkrieg N. Ist heute jeden Dollar wert. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. So. Hä? Du hast uns gestern echt geholfen. Ich soll fragen, ob du bei noch einem Fall helfen kannst. Na klar, Officer. Auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst in dieser Stadt echt viel Gutes tun, aber halte dich an die Regeln. Na, ich glaube nicht. Was? Operation Blinde Gerechtigkeit spricht mit Detective Hermes. War das jetzt eine Hauptmission oder? Was ist das Bullenrevier? Hier drüben irgendwo, ne? 200. Kann man eh noch nicht machen. Das Store-Ding müsste ja irgendwo hier oben sein. Das Store, da kann man nicht hin. War das? So. Ach, das ist Hauptmission. Okay. Dann müssen wir mal in die Artefakte gehen. Gucken, ob wir uns boosten können. Oh, wir haben auch eine ganze Menge Neues. Was ist das? Also Ultimate. Kraft-Erholung. Gut, das, der bringt es eh nicht so ganz. Ach, guck mal, hier steht auch die Plus- und die Minuszahlen daneben. Ah. Stoß-Kombo-Schaden? Aber plus 35, der bleibt doch gleich einfach, oder? Nee, er geht auf 70 hoch. Das ist gut. Aber ansonsten haben wir... nichts Stärkeres, okay. So. Ja, will ich auch bei dem bleiben. Zumal er uns ja auch den Rückstoß-Kombo-Schaden gibt. Auf Platz mit Rang 5 kriegen wir das. Wir haben auch noch. Oh, wir haben eine 1,69. Enter von Fongel. Nach einer intensiven Party-Wörterkette ist es Humankind gelungen, die ozeanischen Binärdaten des Ernters in kinetische Energie umzuwandeln. Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Nein, ich geht. Gesundheitswiederherstellung. Kritischer Trefferschaden. Wechseln wir auf den erstmal und jetzt brauchen wir Level 5. Was können wir denn da Schönes machen, damit wir Level 5 kriegen? Wir können zum Quake gehen, nach rechts, nach oben und dann wieder nach rechts. Hey. Hier spricht Super Quake. Super Quake. Los geht's zu Crunchy's Micro Brews. Dort wird dir jemand helfen. Was? Ah. Crunchy's Micro Brews, das ist doch das, wo wir gerade herkommen. Okay, dann geh mal dorthin. Hi. Guten Tag. Oh, hey, hallo du. Es hat sich herausgestellt, dass das mit dem Geschlecht komplizierter ist, als wir gestern besprochen haben. Okay, komm bitte in mein Büro, damit wir die Sache klären können. Okay, danke. Okay. Hä, was will der denn jetzt? Was spricht mit McKay im Büro des Schulpsychologen? Auch eine Hauptmission. Wir machen erstmal unser Charakterbogen weiter. Ach, Mensch. Liegt aber jedes Mal Geld drin. Finde ich echt spitze. Ich bin der schnellste in der Stadt. Ja, ich weiß. Läuft gut, Wunderarsch. Auf geht's. Kuhn and Friends. Würde trotzdem lieber für die Freedom Pass kämpfen. Aber sag's dem Kuhn nicht. Er dreht am Rad. Die Mikrobrühe
Brauerei. Dort findest du wen, der dir in puncto Rasse helfen kann. Viel Glück! Super Craig! Ende! Ja, Super Craig! So, das ist ein Bus-Portemonnaie dort auf dem Tisch. So, jetzt können wir mal gucken. Jetzt weiß ich ja, wie das funktioniert. So, dann können wir das zurück machen. Es riecht, als wäre hier die Kacke am Dampfen. Aber wie komme ich an das, was da hinten... Vielleicht so? Ah, danke schön. Was ist nur in meinem Leben, was in meinem Land los? Ach, dachte was Sinnvolles, Cooles. Jetzt haben Sie ein Problem mit mir. Oh nein. Nicht einfach tatenlos zusehen. Oh Gott. Dieses Mannes beleidigen. Ich habe ihn nicht beleidigt. Entschuldigung. Haben Sie gesagt, dass dieser Mann müde wirkt oder nicht? Ja, er ist mein Freund. Ich sagte, Paolo, du siehst müde aus. Mikroaggression! Nein. Die Amerikaner werden oft als verpennt bezeichnet. Zu sagen, dass er müde aussieht, ist eine Mikroaggression, die ich nicht erlaube. Ich bin müde. Warum schlägt er den jetzt? Du bist neu hier, oder? Ich bin der Direktor deiner Schule. Peace ja, ich weiß. Ich habe gehört, du willst über Ethnien mit mir sprechen. Okay, los geht's. Was? Erkenne die Mikroaggression, Alter. Der ist echt nervig, der Kunde. PC Principal ist er, ja? Ich glaube. Streng dich an! Ein schöner Tag, nicht wahr? Wow! Du kannst dich grundlos angreifen! Versuch's nochmal! Ein schöner Tag, nicht wahr? Ach so! Ah, ich verstehe, ich verstehe. Alles, was irgendwie. Das war in der Tat keine Mikroaggression. Irgendwie böse ist. Runde 2. Ich hatte einen Hamburger letzte Woche. Hm? Nein! Du willst für soziale Gerechtigkeit kämpfen? Dann lern Mikroaggression zu erkennen! Okay, ich dachte, das wäre was Verstecktes. Jetzt werde ich eine Mikroaggression benutzen. Du wirst sehen, wie vorteilhaft das ist. Leute, hört mal her. Ich werde eine Mikroaggression benutzen, aber nur als Training für diesen jungen Menschen. Als Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit. Danke, Mikroaggression kommt gleich. Danke. Gute. Brian ist ja eine süße Puppe. Mikroaggression! Schlag ihn! Ja, voll in die Fresse! Gar nicht übel. Das Wort Puppe ist nicht nur abwertend gegenüber Frauen. Ein Mann dafür zu kritisieren, feminin auszusehen, ist auch eine Mikroaggression. Erkennst du auch die subtile Mikroaggression? Ja, ja, ja. Meine Hose ist warm. Meine Hose ist warm. Nö. Dieser Kaffee gehört Tim Sherman. Nö. Es soll bald regnen. Nö. Janet fährt gern Rollschuh. Das, nee. Was machst du? Du kannst dich grundlos angreifen. Versuch's nochmal. Janet fährt gern Rollschuh. Mr. Yamashiro fährt eigentlich sehr gut Auto. Das war einer. Schlag ihn. Und hau rein in die blöde Fresse, ey. Der Begriff eigentlich impliziert, dass andere Asiaten keine guten Fahrer sind und die Verwendung von Mister ist beleidigend für Personen dritten Geschlechts. Bevor wir über deine Abstammung sprechen, solltest du da draußen etwas Aufklärungsarbeit leisten. Was geworden? Yeah! Hier haben wir soziale Gerechtigkeit, Zertifikat, wichtiger Gegenstand. Oh, komm bei, P, Mann, Leute! Denk daran, Menschen verwenden dauernd Mikroaggression. Du musst sie dafür büßen lassen. Ja, mach ich. Du solltest Menschen aller Rassen und Einstellungen anfurzen. Verbrechensbekämpfung mit Inklusion. Okay. Mann, ich wäre bestimmt ein Meisterfurzer, wenn ich mich reinhängen würde. Ja. Du bist aber ein Mutiger, was du auch bist. Bist du trotzdem vor dem Übermachen? Hallo. Klar, machen wir eins. Juhu. Mr. Teasteburger. Du verbringst echt eine Menge Zeit bei Crunchy Stat. Hab nur auf einen kurzen Drink reingeschaut, Schatz. Echt, die GPS hat nur mal angezeigt, dass du den ganzen Tag dauerst. Oder so? Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Hopfen hemmt das Wachstum. Möchtest du klein sein, wenn du mal groß bist? Was? Kann ich mit ihm reden? Ist der schrägste Superheld, den ich heute gesehen habe. Okay, ich folge dir.
Also, scheinen ein paar Bugs zu geben. Barkeeper. Danke dir, das ist sicher ein cooles Foto. Ja, klar, ich bin ja mit drauf. Na, du kleiner Unruhestifter, siehst fesch aus heute. Ja, danke schön. Jetzt hinten noch weiter. Ah. Okay, so was finden wir hier? PC Delta Mitgliedskarte, okay. Aber wir haben plus Portemonnaie leer geräumt. Ja, warum auch nicht, ne? So, wir könnten den Zeppichbus gehen und das Portemonnaie suchen. Von Jimbo. Für ein paar Punkte. PC Principal ist weg. So, der müsste doch eigentlich ja ganz in der Nähe sein. Ah, genau, nach rechts. Wir müssten jetzt, da dürfte das mit dem Wasser sein, da müssten wir jetzt eigentlich rüberkommen, mit dem wir Zeit einfach anhalten. Ah, ne, ist erst beim nächsten. Aber die lassen es bestimmt immer noch nicht rein. Ah. Die Mucke hier ist übrigens immer noch echt cool. So, 4 von 8. Was Wall of Fame? Mhm. Hi! Ah, der DJ ist wieder da, okay. So, was könnte denn. Ach ja! Jimbos Brieftasche, wichtiger Gegenstand. Ja, das war es einfach. Ist jetzt ein Foto mit uns machen? Hey, hast du dir schon meine CD angehört? Ich bin ein viel besserer DJ als das Arschloch. Ja. Was denn für eine CD? Willst du ein Foto mit uns machen? Ach man. Gut, machen wir ein Bild zusammen. Juhu! Dolly Ritters. Wie viele brauchen wir denn noch? Warte! Du bist nicht an mein Enkelkind, na dann los! Alter, diese Hängetitten. Blaze! Oh, echt hübsch! So, eins noch und dann haben wir auch Influencer-Level wieder. Bist du? Foto? Nein, DJ, Foto! Ach, wirklich? Ey, das ist ein Foto mit mir machen, Schlampe. Okay. Ach, guck mal, Management. Haben wir da jetzt? Nee, da fehlt uns definitiv irgendwas. Bullshit. Tuesday, no drugs in the restroom. Wash your cheese strings. Ash up, was? Front? Automat ist kaputt. Kann man das suchen? Kriegen wir das? Juhu! Sinnliche Wellen. Alter, können die mal aufräumen hier? $6,50, Alter, geil! Was husten? $6,50, krass, Alter. Haben wir denen jetzt das Trinkgeld geklaut? Oh, Foto? Mit Crystal wollen sie alle ein Foto. Ja, aber sicher. Hi, Crystal. So, jetzt haben wir das Level voll. Mal gucken, wie viele Punkte wir kriegen. Ja, 30 bloß. Na. Okay, wir können aber die Brieftasche noch zurückbringen. Kriegen wir die Perücke da oben? Schade. Auch ein ganzer Eimer voll Glitter, Alter. Ah, das ist schon übel daneben einfach. Ein tierschönes Stoffbein, 10 Nägel mit Fußpilz, Alter. Verzauberte Nippelquaste. Ih, bitte, was? Okay. Ja. Danica. Was, markier mich bitte. Was willst du denn schon wieder hier? Ja, wenn ich euch das verrate, ja.
Hi. Die Kinderkrippe ist hinter der Bar, Süßi. Nein, Foto. Soll ich mir in den Arsch schieben? Nein, 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 bitte nicht. Oh Gott. Wanda. Ciao, Baby. Tschüss. Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris and get a penile enhancement and fuck French chicks. Super Craig.